Oh, da ist direkt ein anderer Dilo. Habe ich direkt eine Gruppe gefunden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir mal wieder den Dilo. Oh, Enemy schreibt er direkt. Weiß nicht, was gerade abgeht. Oh. Oh nein. Ich glaube, der rennt jetzt auch weg. Dann werde ich wohl das Opfer hier sein. Ja, ich werde runtergedrückt. Aber er hilft mir. Versteck mich mal hier im Busch. Oh nein. Bitte hilf mir. Aua. Muss durch die Büsche laufen. Mein Mate ist wieder da. Sehr gut. Ich blute halt echt stark. Ich muss jetzt chillen. Oh, wir haben noch einen Mate jetzt. Ich brauche halt sehr, sehr dringend Essen. Ich hoffe, wir finden jetzt schnell was. Was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Nicht davon fliegen. Ich brauche dein Fleisch. Ey, bleib hier. Jetzt bleibst du wenigstens mal stehen. Kann ich hoffentlich mehr essen. Oh, das war jetzt aber echt die Rettung. Oh, ein Pteranodon. Der kann mich halt one-shotten wahrscheinlich. Hat ihm auch Essen gefunden, sehr gut. Der Pteranodon fliegt aber auch noch rum, wir müssen aufpassen. Ah, es wird langsam wieder Tag zum Glück. Essen liegt hier halt genug, aber ich will noch warten wegen der Diät. Oh, ich zoome mich mal eben hier im Matsch. Dann sieht man meine Narben nicht so. Dann sehen die anderen nicht, dass ich schon so verletzt bin. Es ist jedes Mal wieder schön, wenn die Sonne aufgeht. Ich bin echt froh, dass in der aktuellen Version die Nacht sehr, sehr kurz ist. Aber mit dem neuen Update gibt es ja dann auch die neue Nachtsicht. Dann wird die Nacht auch nicht mehr so schlimm. Die hatten wir auch schon letztens gemeinsam im Livestream angespielt. Einige von euch waren da sicherlich auch dabei. Na, guck mal, da ist der Dilo. Das ist sehr gut. Dann wächst unsere Familie noch weiter. Ja, cool. Jetzt sind wir schon zu viert. Oh, die kämpfen da.
weiß gar nicht, ob Raptor auf unserer Speisekarte steht. Wird leider auch verbuggt angezeigt bei mir. Macht's halt noch schwieriger. Ich hoffe, ich habe ihn runtergebissen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Oh, da vorne ist ein Bipi. Dilo ist ja voll die Killermaschine. Oh, da vorne ist noch was Kleines. Wieso erwische ich das nicht? Ah, jetzt. Wie oft ich beißen musste. Ich wollte eigentlich nur die Schildkröte haben. Und die ist auch für unsere Diät. Ja, der Dilo kann halt echt schnell hintereinander zubeißen. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man jemanden chased. Also wenn man so direkt hinter dem ist, kann man halt die ganze Zeit reinbeißen. Oh, die wollen ins Wasser. Ich glaube, mein Gift kann ich halt noch nicht wirken lassen jetzt, weil ich noch nicht groß genug bin. Man kann ja sonst so Nebel um die rum machen und dann so Klone von sich rufen quasi. Das verwirrt die dann ja. Es geht, glaube ich, mit Rechtsklick, aber aktuell funktioniert das leider noch nicht. Stegos sind halt auch echt ein blödes Ziel. Ich bin auch erst bei 47%, also ich bin noch gar nicht groß. Oh, das ist ein Croc. Oh, die haben was im Maul. Das Große hat den Fisch losgelassen. Die wollen halt zum Salzwasser-Croc werden, glaube ich. Aber jetzt haben wir den Fisch wenigstens abgesnackt, einen davon. Leider haben sich jetzt zwei von uns ausgelockt. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Der gute Rekt und ich. Oh, er hat ihn. Oh, sehr gut. Können wir uns hier nochmal vollfuttern. Hat er das gar nicht gesehen? Das war's mit meinem Mate. Oh, man hat das doch gesehen. Oh, mein Retter. Da geht er von uns. Ja, schreibt noch bei. Hauptsache, in so einem kleinen Tümpel ist ein Croc. Aber dass er das nicht gesehen hat. Es ist halt gerade erst ins Wasser gegangen. Oh nein. Oh, am Pteranodon. Fast habe ich ihn erwischt. Bin jetzt übrigens auch zu 100% ausgewachsen. Allerdings bin ich sehr, sehr hungrig. Ich hoffe gerade darauf, dass ich hier eine Schildkröte finde. Und was auch noch schön wäre, wäre, wenn wir wieder einen Artgenossen finden. Also ganz alleine als Dilo ist es irgendwie nicht so geil. Ich werde ihn jetzt angreifen. Ist halt schneller als ich.
Ich brauche halt Food. Ganz dringend. Vor mir sind wieder die Gullies. Ich werde jetzt drauf rennen. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall vergiftet. Das dauern. Da war der Lag irgendwie zu meinem Vorteil, muss ich sagen. Das hat sehr gut funktioniert. Oh, hier sind Fußspuren. Das ist ein Fleischfresser, glaube ich. Boah, der hat mich gesehen, leider. Weiß nicht, ob ich irgendwie hinter ihn komme. Na, ich bin auf jeden Fall schneller als er. Ich würde gern gegen ihn kämpfen. Boah, ich habe gar keinen guten Wenderadius. Na gut, dann müssen wir rennen. Der ist irgendwie wendiger als ich. Der Dilo bremst so ab, wenn man abrupt wendet. Na, ich dachte, ich kann ihn überraschen im Busch. Er rennt mir auf jeden Fall immer noch hinterher. Er hat aufgegeben. Ich glaube, der Server schmiert ab, oder? Das sieht so lustig aus, wie der da schwimmt. Ja, das ist der Mega-Server-Lag. Aber killen kann ich ihn auch nicht, logischerweise. Ich glaube, genau hinter dem Busch hier ist ein Dibbel. Ich habe ihn gebissen. Leider ist er noch nicht vergiftet genug. Ich muss ihn auf jeden Fall nochmal treffen. Ah, die haben halt so eine krasse Hitbox. Der kann sich auch so gut drehen, ne? Jetzt haben wir ihn vergiftet. Oder? Ne, ich kann immer noch nicht. Schade. Ich kann das Gift immer noch nicht wirken lassen. Ich muss ihn, glaube ich, noch häufiger treffen. Klappt immer noch nicht. Ich glaube, der muss lila leuchten, damit das geht. Wie oft muss ich den denn hitten? Jetzt leuchtet er lila. Jetzt kann ich meine Klone rufen. Jetzt beginnt die Party.
So, Dibbel. Er flüchtet hier ins Wasser. Hier ist er ein bisschen geschützt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da genau machen kann jetzt. Der ist halt richtig in der Ecke. Der ist halt richtig eingesperrt. Und das Gift wirkt schon nicht mehr. Oh mein Gott. Das hat ja richtig schnell nachgelassen. Ah, das ist ja doof. Ich glaube, da bin ich jetzt gerade ein bisschen chancenlos gegen den. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den gut attackieren kann, so. Der ist halt ringsum geschützt. Oh! Der kam aus dem Nichts, der Galli. Den hole ich mir. Abkürzung. Das ist wie so ein Rennfahren. Jetzt hat er mich natürlich abgelenkt von meinem Dibbel. Oh, hier sind Raptoren ganz in der Nähe. Die werde ich gleich angreifen. Mindestens zwei. Und los geht's. Die müssen irgendwo hier hinten am Strand sein. Da kamen zumindest die Geräusche her. Ich hoffe, der bleibt gleich irgendwo hängen oder so. Der Springen macht die auch nicht schnell. Das verbraucht nur mehr Ausdauer. Kann ich ihn treffen? Da haben wir ihn. Oh, da vorne kommt, glaube ich, ein Zehrer auf uns zu. Ich renne direkt in ihn rein. Das Vergiften reicht leider nicht. Der ist halt viel stärker als wir. Aber was soll's. Okay, ne, der ist einfach viel zu wendig. Ich weiß nicht, wie man als Dilo gegen einen Zera spielt. Wahrscheinlich nicht alleine. Ich gehe mal meine Blutung schnell heilen. Ich höre Schritte. Das ist ein Dibbel. Ja, wir haben den leider noch nicht genug gebissen, dass wir ihn vergiften können. Autsch. Wie oft mal die beißen, das ist krass, ne? Oh nein, jetzt hat er mich. Wie wendig der auch ist, ne? Ja, okay, jetzt können wir. Jetzt spiele ich es langsam. Ich hoffe, er gerät jetzt in Panik. Versuchen wir gleich von der anderen Seite zuzuschlagen. Der müsste halt jetzt Klone und sowas sehen. Ja, der sieht mich aber echt noch ganz gut. Als ob er mich da trifft. Diese Hitboxen von dem, ey.
Der ist so krass wendig, der Dibble. Autsch. Er ist echt schwer, den zu hitten vernünftig. Aber der schlägt auch gar nicht zu. Sieht der überhaupt diese Klone? Weil eigentlich, wenn ich den so vergifte, kommen ja irgendwann diese Klone. Aber so richtig verteidigen gegen die tut er sich nicht, oder? Der guckt auch die ganze Zeit in meine Richtung, obwohl ich weit weg bin. Der dürfte mich doch gar nicht mehr sehen irgendwann, oder nicht? Ich wurde halt lange nicht mehr von einem Dilo angegriffen. Ich weiß nicht mehr, wie das genau ist. Aber so richtig funktionieren tut das nicht mit der Ablenkung. Der ist so wendig, ne? Das ist so krass. Man rechnet immer gar nicht damit, dass der sich umdrehen kann auf einmal. Der kann sich halt so um 180 Grad drehen, das macht er immer, ne? Ist halt schon ganz geil. Na, guck mal, das war das mit dem 180 Grad drehen. Aber ich glaube, der ist schon gut angeschlagen. Okay, meine Blutung hielt wieder, das ist gut. Aua. Autsch, autsch, autsch. Jetzt haben wir ein Problem. Boah, diese Wendigkeit, das ist so crazy. Dazu dann diese Mega-Hitbox. Alleine ist es echt schwer. Aber was mich halt am meisten wundert, ist, dass der so gar nicht verwirrt in die Luft schlägt oder so wegen meinen Klonen. Da müsst ihr auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Das ist halt sehr, sehr seltsam. Boah, diese Hitbox dann auch immer, ne? Man kann dem Gefühl gar nicht entkommen mit seiner Hitbox. Vor allem, wie oft er sich um 180 Grad drehen kann. Alle 2 Sekunden. Das ist echt hardcore.
Wo willst du hin? Oh nein, da hat er mich. Ich glaube, ich hatte ihn aber auch fast. Ja, Dibbles sind wirklich, wirklich krass. Ist wahrscheinlich auch eher ein Ding, wo man halt mit mehreren angreifen müsste. Aber ist der Dilo, glaube ich, allgemein. Aber ich muss echt sagen, das mit dem Dilo hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Den werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.